Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. So, wir haben Post. Gucken wir mal. An Thomas, achte darauf, dass du deinen Körper von außen und von innen pflegst. Ich habe einige davon für das Gasthaus gemacht und dachte, ich teile sie mit dir. Ich hoffe, sie gefallen dir, Suki. Ja, da bekommen wir einen grünen Smoothie. Den legen wir mal direkt drin in den Kühlschrank. Da haben wir so unsere Essenssachen. Okay, wir haben ein Stiefmütterchen, das können wir auf jeden Fall verschenken. Wir haben neue Felder angelegt, hier auch für den Winter. Ja, wir können nämlich wilde Samen anbauen. Das ist echt cool. Bin ich mal gespannt, was da so rauskommt. Hoffentlich kriegen wir halt auch mal so ein bronzenes Teeblatt irgendwie raus. Das brauchen wir noch für das Paket im Winter. Ja, da kriegen wir Eier wieder raus. Sehr schön. So, das Ei würde ich auch noch gerne haben. Wunderbar. So, da haben wir noch zweimal Futter aufzufüllen. Und bei den Kühen mal gucken, was die alles gegessen haben. Ja, die haben auch ein bisschen was gegessen. Ist aber auch was übrig geblieben. Okay, wunderbar. Dreimal Heu. Reicht vollkommen aus hier. Zack, zack. Ah, verdammt. So. Ja, was haben wir noch gemacht? Wie gesagt, wir haben die Felder angelegt und wir haben unten einen Baumgarten angelegt. Ja, wo wir Bäume wachsen lassen, diese ganz normalen Standardbäume. Dort wollen wir dann nämlich Zapfhähne dran platzieren, damit wir auch da irgendwie Harz und sowas herbekommen. Das ist so der Plan. Gardinienhonig haben wir. Den verkaufen wir auch. Ja, die Mayonnaise wird verkauft, die Milch wird verkauft. Wunderbar. Steinzäune müssen wir noch platzieren dann ringsherum um die Felder. Das machen wir dann auch noch bei Zeiten. Jetzt gehen wir erstmal zur Schmiede, würde ich sagen. Und lassen nochmal die eine Truhe aufbrechen. Schmiede macht um 9 Uhr auf und dann gehen wir nochmal eine Runde tauchen. Da würde ich mich ganz gerne nochmal umschauen, wo es denn da weitergeht. Wir haben einen neuen Bereich freigeschaltet, dort kommen wir aber nicht runter, das ist eine unsichtbare Wand. Vielleicht geht es aber irgendwo anders weiter. Das müssen wir dann mal austesten. So, die haben geöffnet, gerade umgesprungen. Perfektes Timing hier für uns. Fehlende Tools abrufen. Okay, haben wir doch alles da. Warum fehlende Tools? Okay, scheint ein Bug zu sein. Jetzt haben wir das Ganze doppelt. Warum auch nicht? Gut, einmal hier die Geode aufbrechen. Die Truhe Lederpergament, ein Artefakt. Ich meine, das haben wir auch noch nicht. Können wir uns hier natürlich auch goldenes Erz kaufen. Aber ganz ehrlich, für 5 Erz ein Barren. Und dann müssen wir wie viele herstellen? Ja, okay, jeweils 3. Dann fehlt uns aber auch immer noch Hartholz. Puh, schon eine Menge Geld. Könnten wir im Early Access auf jeden Fall machen, statt in der Mine das zu suchen. Da kommen wir nämlich auch nicht weiter. Dort öffnet sich kein neuer Bereich leider. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier eine Runde tauchen und gucken mal, dass wir hier zumindest weiterkommen. Da habe ich mir echt ein bisschen mehr erwartet von dem Winter, dass wir da ein bisschen weiter vorankommen. Und wie gesagt, ja, hier ist eben die unsichtbare Wand, da kommen wir nicht weiter. Dann sammeln wir hier auf jeden Fall ein bisschen silbernen Seetang und die ein oder anderen Muscheln, wenn wir welche finden. Müssen wir mal die Augen offen halten, da ist eine. Ja, die beiden haben wir hier geöffnet. Und hier oben geht es aber nicht weiter.
So, dass man die auch immer nur so einzeln findet. Das ist bei Bronze-Seetang ist das ein bisschen anders. Da sind dann gleich so drei, vier auf einem Fleck. Kann man gut abbauen. Ist bei silbernen Seetang eher selten. So, da hinten ist noch was. Ach, guck mal, da sind zwei nebeneinander. Nehmen wir gerne. Vielleicht müssen wir ja hier irgendwo noch ein weiteres Feld freischalten. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier ist wieder was. Nehmen wir. Okay, wo geht's denn da oben eigentlich lang? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Lass uns da doch mal gucken gehen. Ah, da kommen wir wieder hier oben raus. Dann sind wir im Bereich von dem bronzenen Seetang. Ja, aber hier oben wollen wir eigentlich gar nicht sein. Wir wollen ja weiter tiefer hinunter. Auch wenn wir Bronze-Seetang nochmal auf jeden Fall sammeln müssen. Ach, guck mal hier, stecken wir auch so ein bisschen fest. Ja, da wird es dann wieder halt hochgehen zu dem alten Bereich. Gibt ja mehrere Zugänge hier nach unten. So, der spricht auch nicht mit uns. Da finden wir wieder ein paar Muscheln. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Die haben wir zwar einmal abgegeben, aber mehr haben wir auch nicht geschafft. Jetzt haben wir da schon mal drei gesammelt. Die wandern dann auch in die Truhe. Ja, hier unten sieht es so aus, als wenn es hier vielleicht irgendwo weitergeht und wir hier noch so ein paar Korallenstellen heilen können. Müssen wir mal gucken. Ah, guck mal, hier wären wir eigentlich runtergekommen. Aha, also geht es jetzt zumindest weiter. Top. Das freut mich ja jetzt richtig. Ja, da steckten wir einfach nur fest. Also da kamen wir von der Treppe nicht runter. Dann scheint es was damit zu tun zu haben. Und nicht, dass der Early Access uns hier einen Strich durch die Rechnung macht und sagt, nee, weiter ist noch nicht. Da hat man dann manchmal so ein bisschen das Gefühl von so einer Demo. Man würde gerne weiterspielen, aber ja, es geht manchmal einfach noch nicht. Ja, müssen wir nochmal gucken in der Mine. Vielleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Ja, Truhen finden ist immer gut. Können wir gut gebrauchen. Brauchen wieder endlos lange, bis das Ding hier zu finden ist. Zumindest finden wir eine Muschel. So, hier gibt es noch einen großen Punkt mit Müll und dann wird es aber auch schon langsam wieder eng. So, hier sehen wir nicht so viel. Da ist er, Leute. Ja, dann gehen wir gleich auf die andere Seite und machen da weiter. Und jetzt erstmal, wo der hier lang möchte. Meinetwegen hier die einzelnen Dinger nochmal wegmachen. Nicht, dass er da gleich noch wieder dran hängen bleibt. So, wo willst du lang? Da. Der Weg ist blockiert. Du kannst nicht vorbei. Ja, und da hinten geht es dann weiter. Da haben wir aber alles soweit. Und da kommt er hoch. Wunderbar. Gut, dann machen wir hier weiter. Da haben wir unseren Anker gesetzt. Damit wir wissen, wo wir sind. Oh,
Bin gespannt, ob unsere Energie diesmal ausreicht. Ah, da ist er. Sehr gut. So, der will doch bestimmt hier unten irgendwo lang. Da müssen wir dann auch wieder den Weg freiräumen. So, zeigt es schon an, wo es hakt. Da hakt es. Und geht schön außen rum hier. Und dann will er hier hoch. So. Haben wir es denn? Ja, wir haben es. Okay, auch die beiden Korallenstellen haben wir geheilt. Jetzt bin ich gespannt, wo es hier weitergeht. Weil hier kommen wir nicht so richtig weiter. Was haben wir hier oben? Ja, dort. Dort vielleicht. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Zumindest geht die Anzeige weiter. Da ist nochmal silberner Seetang. Oh, was haben wir denn hier? Welcome to Starlet Town. Das andere Starlet Town. Wahrscheinlich von dem Meeresvolk. Da kommen wir aber leider nicht rein. Noch nicht zumindest. So, 18.50 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dass wir hier noch so ein bisschen Schrott entfernen können. Hallo, mitnehmen bitte. Sehr gut. So, da wartet wieder einer. Weiß nicht, ob der uns nicht vorbeilassen möchte oder ob wir dem was bringen müssen. Nö, der ist noch ohne Funktion. Ja, dann warten wir hier, wie es weitergeht. Hier will er direkt lang. Niedriger Ausdauer entdeckt. Ja, das ist natürlich ein Problem jetzt. Vielleicht schaffen wir das aber auch so noch. Okay, hier hört er auf. Sehr schön, dann haben wir hier schon mal wieder eine Korallenstelle geheilt. Und ja, bei der anderen müssen wir dann halt nochmal warten, nochmal gucken. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wieder verdammt spät hier gerade. So, wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein wenig Platz haben wir. Da können wir noch mal am Strand kurz gucken. Dass wir uns hier noch mal ein paar Muscheln mitnehmen. Zumindest hier auf dem Abteil. Ja, eine Muschel, immerhin. Besser als gar nichts. Mal wieder im Leuchtturm gucken. Geschlossen. Okay. Schließt um 21 Uhr. Doppelter Fang von einem Laufkäfer. So, und jetzt sind wir auch schon sehr angeschlagen, was die Energie angeht. Was haben wir da? Ein Silbergabelbart. Haben wir den schon mal abgegeben? Den haben wir schon mal gespendet. Gut, dann brauchen wir den schon mal nicht. Der kann dann in die Truhe. Da finden wir nochmal Kohlsprossen. Ja, das riskieren wir jetzt mal nicht, den noch mitzunehmen. Den müssen wir auch leider liegen lassen.
gleich mal nachfüllen. Haben ja alles da. So, amerikanische Auster, eine Dreiecksmuschel. Lila Seeigel haben wir noch gar nicht, die Miesmuschel auch nicht. Eine Schwimmmuschel, ja, wir müssen echt gucken. Okay, die kann auf jeden Fall rein. Die kann zweimal rein. Den Rest verkaufen wir. Da haben wir dann auch 5 von. Super, haben wir 5 von. Ja, Algen können rein. Das Lederpergament haben wir auch schon mal gespendet. Das kann dann hier mit rein. So, da kommen unsere ganzen anderen stackbaren Sachen rein. Wie Holz, Steine und so ein Kram. Ja, Müll. Das verkaufen wir. Die beiden Schwimmmuscheln verkaufen wir. Laufkäfer verkaufen wir. Teebeere. Flammenjakobsmuschel. Die haben wir zu viel. Die Miesmuschel können wir hier nochmal reinlegen. Da haben wir jetzt erst eine von. Ja, und bei den Fischen bewahren wir uns auch auf. Ist der erste, den wir zumindest in der Truhe jetzt liegen haben. Ja, ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Dann möchte ich vielleicht nochmal hier die Verarbeitungsgerätschaften befüllen. So, 15 Barren. Dann holen wir uns hier nochmal welche. So, bronzenen Seetang haben wir 5. Wunderbar. Dann nehmen wir mal den silbernen mit und stellen davon auch mal ein bisschen was her. Geht gut runter. Ja, Glas brauchen wir dann. Müssen wir wieder nachfüllen. Das kann dann hier verarbeiten. So, was machen wir mit dem Meersalz? Achso, und ja, wir haben komischerweise ja jetzt doppelte Gerätschaften. Was machen wir denn damit? Packen wir dann mal hier rein. Ja, verkaufen brauchen wir die nicht. Wir haben ja alles hier unten. So, das Meersalz kann zu Gourmetsalz verarbeitet werden. Ja, dann lassen wir das auch mal hier. Silbererz kann dann hier wieder rein. Okay, und dann haben wir wieder einige Sachen zum Aufbrechen am nächsten Tag. Ja, ich würde sagen, ja, Energie haben wir nicht mehr. Okay, die Bäume wachsen auf jeden Fall auch im Winter. Das ist sehr gut. Das wollte ich nochmal kontrolliert haben. Und wir gucken auch, ob die weitere Samen abwerfen. Weil dann könnte es zu Problemen kommen, dass sie sich gegenseitig vielleicht blockieren. Wie auch immer. Das wollen wir dann verhindern. So, da kann man nochmal ein bisschen gucken. Ja, und ob man dann hier vielleicht sogar noch eine Vogelscheuche platziert, müssen wir auch mal gucken. Ich baue jetzt erstmal die einfach bis hier hinten irgendwie. Und dann gucken wir mal. So, dann lassen wir die Sachen nämlich auch mal hier. Die brauchen wir jetzt nicht mehr mitschleppen. Ja, es ist spät. Wir können auch mal gucken, was es im Fernsehen gibt. Wie man ein Landwirt wird. Ja, Leben als Landwirt mit Jeff Smith, das kennen wir alle schon. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen, also habe ich ein paar Tipps für euch, meine Sprösslinge. Obstbäume und Obstpflanzen. Habt ihr von denen schon gehört, meine Sprösslinge? Jetzt wisst ihr es, Obstbäume mag ich am liebsten. Davon hatten wir alle möglichen auf der Farm. Sie brauchen viel Land, versteht mich nicht falsch, aber wenn sie einmal ausgewachsen sind, verwelken sie nicht mehr. Sie tragen natürlich nur zur Saison, erwartet also nicht, dass sie das ganze Jahr über Geld abwerfen. Obstpflanzen sind ein bisschen was anderes, sie brauchen keine Bewässerung, wenn sie ausgewachsen sind, genau wie Obstbäume. Aber Obstpflanzen tragen in der Regel mehrere Jahreszeiten. Das klingt jetzt vielleicht gut, wow, zwei Saisons, in denen Früchte produziert werden. Aber das war es auch schon, Obstpflanzen sterben, wenn sie nichts mehr tragen. Ihr wollt sie nächstes Jahr wieder? Dann müsst ihr sie neu anpflanzen, was für ein Stress. Ja, das ist ähnlich wie mit normalen Pflanzen einfach. Wettervorhersage, ja, willkommen bei BBC, eure wichtigste Nachrichtenquelle für Wetterinformationen. Die Vorhersage gilt für Cowell Island und Umgebung. Für morgen sind starke Schneefälle auf Cowell Island vorhergesagt. Erwarte einen starken Temperaturabfall. Und Cowell Shopping können wir nochmal uns anschauen. Ja, Grill, was wäre ein Zuhause ohne Grill? Holen Sie sich jetzt Ihren und genießen Sie gegrillten Mais, Fisch, Tempeln und vieles mehr. Tempeh. Jetzt erhältlich bei Socket & Pen für 2250. Ja, den holen wir uns, glaube ich, mal am nächsten Tag. Müssen wir mal gucken. Und dann beenden wir den Tag, gucken, was wir eingenommen haben. 1800 knapp. Hier den Honig.
die Nahrungssuche mit den paar Sachen, die Tierzucht mit der Milch. Beim Tauchen haben wir ein bisschen was dazu gewonnen hier. Ja, Fang der Laufkäfer und anderes. Wie gesagt, wieder die Mayonnaise. Könnte man auch gut unter Verarbeitung oder sowas packen als Oberbegriff. Unter anderes, ja, finde ich ein bisschen schade. Gut, Leute, damit sind wir dann am Ende der Folge angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin.